So, ich nehme jetzt auch auf. So hat man das, dass das vielleicht in Reichweite bleiben, dass wenn wir Heilung brauchen, ja. Ja. Naja, ein bisschen Aber heilen kann ich auch. wir werden nicht viel Zeit haben, weil wenn wir uns das jetzt anschauen, wir müssen da relativ viel Felder gehen, ne? Ja. Ich schau Gar mal, nicht wie so viel wenig. Movement ich so habe. Vier Karten. Das ist recht nett. Die kosten mich nichts. Aber es wäre wirklich gut, wenn. Naja, wir können es aber auch so machen. Wir können in den anderen Raum alle vier reingehen. Und dann setzt sich einer von uns vier, bevor wir den Kampf abgeschlossen haben, ein bisschen früher wieder ab. Halt die Frage, Das man können wir muss uns so dann viel überhaupt anschauen. haben. Beim letzten Raum haben wir auch im Endeffekt nur zwei, drei Leute braucht. Ne? Deswegen wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn einer gleich hier bleibt. Naja, ich meine, es kann natürlich auch sein als Strategie, dass wir es so machen könnten, einer bleibt hier auf der Pressure Plate und im anderen Raum, egal was da Monster sind, versuchen wir auch möglichst schnell, wenn da Pressure Plate ist, draufzusteigen, bevor wir den Kampf überhaupt gewonnen haben. Und da irgendjemand mit vielleicht. Also ich bin schon der Meinung, dass der Hartmann zurückbleiben kann. Ich glaube nicht, dass das so wichtig ist, dass er mitgeht. Na Wichtig schau, ich ist habe nur, zwei. wenn dann die mittlere Tür aufgeht, dass der Hartmann dann natürlich schon wieder Ja, zurückkommt. natürlich, da kommen wir dann von beiden Seiten eh wieder zur Tür hin. Ja. Ich formuliere es so, ich muss in zwei Runden muss ich eine Long Rest machen, ja? Jo, wir sind, glaube ich, alle auf maximalen Hitpoints und ich bin beim Heilen am wichtigsten und das brauchen wir momentan nicht. Also würde ich auch für am geschicktesten, wenn ich reingehe und dort mal Sindo stehen bleibe. Nochmal ab, ich muss eine Long Rest machen, um auf die andere Seite zu kommen. Dann mache ich vielleicht eine Attacke und dann stehe ich da blöd rum Ja, und lasse mich okay, behaken. ich Ne? glaube, es macht keinen Na, großen aber Unterschied. Von mir aus. wenn du in zwei Runden eine Long Rest machst, dann kommst du wahrscheinlich eh nicht drüber. Oder? Ich Ich sag, meine, wie viel ich bewegst du komme dich in einer jetzt? Runde. Ist genau die Zeit, wo wir die Tür aufmachen und in den Raum reingehen. Und wenn er in dem Moment eine Long Rest macht, ist natürlich, hat er schon recht, ist besser, dass er zurückbleibt und eher die Leute, die nicht so bald rasten müssen, in den nächsten Raum reingehen. Ja, dann bleibt er zurück, das ist auch okay. Ja, Solange wir kein einen Problem. haben, der vorne steht und die Schläge abfängt. Was ist mit dem Andi überhaupt? Der rührt dich jetzt gar nicht mehr. Bin langsam. Okay. Zweier Schritte. Du bist langsam. Nicht so langsam wie ich. Ich bleib stehen. Okay. Passt. Wieso bleibst du überhaupt stehen? Du Ja, bist weil doch ich eine jemand, der Long schnell Rest gehen kann, mache. oder? Was? Partner. So, verstehe. Außerdem Gut, ich glaube, will wir ich haben sowieso nicht vor euch dort sein. 74. Bin echt vor dir dran. Andi, du bist Erster. Kann es nicht glauben. Ja, ich auch nicht. Also, ich mache eigentlich nichts anderes, als dass ich zwei nach vor gehe. Ja. Mit so und so aus, mit welcher Karte. Okay. Gut, dann bin ich dran mit 74. Zuerst ist stehen und ich bewege mich mit der unteren Hälfte. Bin ich 1, 2, 3, 4 hierher. Wo sind die ganzen Monster? Naja, die Tot. sind dann. Michi, du bist dran. Echt? Yay. Ja. Mit der unteren Hälfte von Massive Boulder. Die Bewegung stelle ich mich auf die Platte. Wo ist dein Und. Loot? Ah, Scheiße. Jetzt hat er den Fehler wieder gemacht. Ah, was mache ich hier? Nein, dann geh bitte nicht auf die Platte, sondern auf irgendeine Münze. Ja, ich gehe auf Du Mal. wolltest beide Male die untere Zwei, Hälfte nehmen. drei, vier. Ja, ich gehe auf die Münze. Nein, Blödsinn. Jetzt ist das dir auch mal passiert. Meine Güte. Na, es Es ist geht. einfach zu heiß. Ja. Mir Du passiert das stehst nicht auf ständig, der. auch wenn es nicht heiß ist. Warte mal. Übrigens, Ich stelle dich dahin, wo du jetzt bist, Michi. Ja. Mach das Geräusch. Nein, ich mach das Geräusch noch nicht. Okay, schon weiter. So, ich tue beide Danke. Elemente, die auf Waning waren, gebe ich auf Inert und wir gehen in die nächste Runde.
Ich glaube, ich werde jetzt diese Tür aufmachen. Du musst über Münzen nur drüber gehen, oder? Eigentlich. Das ist nein, du musst den Zug auf der Münze beenden. Deinen Zug. Es sei denn, du hast so eine Karte, wo drauf steht, dass du jede Münze aufsammeln darfst, über die du drüber gehst. Ja, ja. Wie du diesem Kommentar entnehmen kannst, der andere hat so eine Karte. Mit einem anderen Charakter. Scoundrel, oder was? Ja, genau. Ja. Ja gut, das wäre klassisch für einen Scoundrel, ne? Gut. So, und ich muss mir jetzt überlegen, was ich mache. So, also. Du sagst, du machst die Tür auf. Aber ich nehme mal an, du bleibst nicht in der Tür stehen. Ich werde mich ziemlich sicher wieder, je nachdem was drin ist, werde ich mich zurückziehen wieder. Weil dann komme ich spät dran, aber ich muss jetzt gehen, dass ich dann zumindest in der Tür stehe. Aber dann... Ich werde wahrscheinlich doch reingehen, Ande. Naja, aber also... Relativ früh dran. Ich meine, du wirst nicht in der Tür stehen bleiben, nehme ich an. Nein, ich werde vielleicht sogar in den Raum reingehen, weil ich habe... einen Stun-Angriff und hängt davon ab, wie viele drin sind. Wenn es nur ein oder zwei sind, gehe ich sicher rein. Es sind drei. Also zumindest im anderen Raum. Im letzten Raum. Ja, kommt drauf an, vielleicht ist was anderes drinnen und es sind viel mehr jetzt drinnen oder viel weniger, weil es brutalere Monster sind. Ich glaube aber, es wird vergleichbar sein mit dem, was wir vorher hatten. Was machst du so ungefähr, René? Naja, ich gehe entweder vier Felder oder zwei Felder, je nachdem, was drinnen ist. Ich bin relativ spät dran. Ja, genau. Dann kannst du reagieren und vier Felder ziehen und auf irgendwas draufhauen. Also rein theoretisch könnte ich vier Felder ziehen und dann noch einen relativ leichten Schlag irgendwo drauf machen. Oder ich fahre zwei Felder und ich mache einen recht festen Wumms oder ich fahre gar nichts. Je nachdem, was kommt, mache ich. Ich bin relativ flexibel. Ich habe 20. Achso, wir decken schon auf. Mist, ich bin so langsam. Okay, dann fange ich an, ich mache die Tür auf. Es ist leer. Nein, es ist nicht leer. Schade. Echt leer? Ominous. Cool. Wozu sind wir denn alle jetzt dorthin gegangen? Wir sind eh nicht dorthin gegangen. Nicht? Naja, schau mich an, wo ich stehe. Okay. Ah, schon wieder Kanonen. Sind auch ziemlich weit weg. Sind das Elite oder normale? Eine wird Elite sein. Einer von euch spenden. Ich nehme von Michi weg. Da das dein Kill, den nehme ich ihm jetzt weg. Ich dachte, die gibt's unendlich oft. So, ich glaube, das ist es. Ja, und eine Pressure Plate gibt's. Das sind Nummern 1, 2 und 3, die kriegen Lebenspunkte. Energie macht jetzt keiner von euch, nehme ich mal an, oder? Ich glaube nicht so. Ich glaube nicht. So. Ich ziehe eine Karte. Plus 1 Angriff. Autsch. Dem Reichweite 5 und 6. Und warte mal, ich stehe jetzt hier und habe noch 2 Bewegungspunkte. Das heißt, ich könnte mich hierher bewegen, dann wäre ich außer Line of Sight von der da hinten, aber die anderen beiden würden mich behaken. Ich werde sowieso vor dir stehen. Warte mal, ich könnte auch hierher gehen. Du darfst mich dann wieder heilen. Da hat der keine Line of Sight auf mich und ich kann die vordere behaken, glaube ich, mit meinem Stun-Shot. Und das werde ich wohl auch machen. Hat Reichweite 3? Ja, Reichweite 3. Okay, ich mache genau das. Ich bewege mich hierher und ich mache einen Stun-Shot auf die Ancient Artillery Nummer 1. Hab einen Angriff 1. Ich ziehe.
Plus 1, der nimmt 2 Schaden und ist gestunt. Was ist? Das sind Level 2 Artillerie, gell? Ja. Du hast 2 Schaden gemacht? Ja, und vor allem die Elite ist gestunt. Gut. Das ist schön. Cool. Ich hab sie auf 9 runtergegeben. Ja, super, danke. So, ich hab das Stun hingelegt. Das ist nett. Mein Zug ist beendet. Andi. Echt? Schon wieder so? Ich hab extra so eine hohe. Na gut, wie auch immer. Ja, nein, na, warte mal, ist er dran oder was denn? Achso, wann kommt denn die Kanone dran? Die Kanone ist bei 95, das ist das letzte. Nein, dann gehe ich jetzt in die andere Richtung, damit sie mir nicht abst, oder? Nein, ich verwende Move 3 und dann Attack 3 mit Range 3. So, 1, 2, 3, wenn es euch recht ist. Kann ich das Wasser pushen? Ich meine, ich sage nur, jetzt kann dich die angreifen. Nein, die hier kann ich jetzt angreifen, ja, halt die Nummer 3. Ich kann jetzt alle 3 angreifen. Kannst du mich wieder? Nein, kannst du mich wieder heilen? Ist gestunt. Ja, natürlich, aber das wären 2 plus 1 aber du, Angriffe, wenn also ich zwei, da stehe. Werden das, ja. Eben. Ist auch Line of Sight. Das ist schon wurscht, wo ich stehe. Ich dir auch. Ja, stimmt schon. Ja, also wenn du angreifen willst, musst das du... Das war der Plan. Genau. Nachdem ich eh keine jetzt ab erledigen kann, schieße ich einfach die... So. Okay, 3 Schaden. Ich gehe von 9 auf 6 runter mit ihrem Leben. Genau. Na, das schaut ja gut aus. Der Andi und ich, wir leisten da Arbeit. Mhm. Schön für euch. Jetzt schauen wir mal, und ich bekomme eine Erfahrung. Ja. Gute Frage. Lass mich nachher vorbei, damit ich in der Nähe von den Dingen und stehe, damit ich angegriffen ich werde. Verwenden da meine Potion. Ich überlege gerade, dass ich mich gar nicht bewege und den Angriff fallen lasse und mir die Eisrüstung nehme. Alternativ dazu wäre die untere Hälfte von der Ice Armor oder Frost Armor so für die Bewegung zu verwenden. Ah, Blödsinn, die vier Bewegung zu nehmen von Impaling Eruption. Da käme ich hinter den Andi und könnte auch alle drei angreifen. Also nein, weiß nicht, ob ich die drei angreifen könnte, aber ich könnte halt die 1 oder 2er angreifen, aber nur mit einem 2er Angriff, weil Magie gibt es jetzt nicht, oder? Tatsächlich werde ich... Nein, die Elemente sind alle jetzt... Tatsächlich werde ich jetzt mal Eis machen. Ich glaube, ich bleibe einfach stehen. Und mach übrigens, nichts. Ich habe immer noch meine Mana Potion. Wahrscheinlich. Ja, vielleicht. Ich bin kein Fan von der Frost Armor. Wir haben eh 2 Tanks und volle Leben und. Ja, aber erstens ist der erste Tank weg und zweitens würde ich mich dann ganz gerne vorne hinstellen. Ja, warte mal. Rennen, und ich stunne dann nächste Runde 2 Kanonen was wieder. Was? Ja, diese Karte hier ist eine Lost Karte. Die Karte ist eine Lost Karte. Du hast jetzt dann nur noch 4 Karten im Umlauf und dann musst du diese Karte, die Frost Armor, eh wieder mit deinem Reviving Ether zurückholen und ich bezweifle, dass du sie vorher wirst überhaupt nutzen können. Naja, ich hätte eigentlich vorgehabt, also wenn ihr mich vorlasst nächste Runde, ich kann bis zur Tür kommen, dann schießen sie auf mich, dann ist sie gelostet, keiner verliert Leben und ich kann 2 von ihnen stunnen. Nein, ich glaube nicht, dass das effizient ist. Ich glaube, dass entweder ich oder der Ande, ja, wobei ich habe der Ande vielleicht, wenn er 4 Bewegungen hat, auf diese Pressure Plate so schnell wie möglich raufrollen und dann müssen wir eh in den Raum rein. Und wir killen die eh ziemlich schnell. Also ich. Ah ja, okay. Machen, ja. Halt. Nein, dann mache ich den Angriff damit und bewege mich 4 Felder vor. Ja. Also 3 Felder eigentlich nur, weil der Ande im Weg ist. Andi, du bist schon wieder im Weg. Ich weiß.
Und dann mache ich den oberen Angriff von der Frost Armor. Das ist ein Zweierangriff auf die Elite. Mhm. Was tue ich nicht alles für die Gruppe? So, na dann. Achso, wartet mal, das muss ich da gerade richten. Ich habe ja letzte Runde eine Dings gemacht. Ja. Yay, zwei Punkte Schaden. Sie geht von 6 auf 4 runter. Also die Armee Elite Artillerie, der wird übelst mitgespielt. Für mich ist. Yay, ich bewege mich zwei Felder. Du machst das, was ich vorhatte. Hm? Das war's? Ja. Okay. Die Artillerien sind dran. Die Elite ist gestunt. Dabei greift mit Angriff 3 den Ande an. Ich ziehe eine Karte. Das ist eine mal 2 Karte Ande. Eine was? Eine mal 2 Karte habe ich gezogen. Das heißt 6 Schaden. Ja. Also das zahlt sich dann wenigstens aus, dass du vorne stehst. Nice. Armer würden 5 durchgehen. Nimm den Schaden an. Ja, ich. Wie gesagt, ich habe Heilungen. Viel heilen. Die okay. Sind für dich gedacht, der du 16 Lebenspunkte hast. Okay, hat man irgendwas passt bei meinem Deck nicht? Müsste 11 Karten haben. Und ich habe 9. Nein, ja, da fehlen zwei Karten. Zwei liegen aus noch. Ah ja, danke dir. Okay. Perfekt. Es greift dich noch die Nummer 3 auch mit Angriff 3 aneinander. Okay. Das ist eine plus 1, ist nochmal 4 Schaden. Das heißt, ein Schaden weniger. Nein, die Rüstung war doch schon. Nein, für den letzten. Ah. Für den vorigen. Ah, okay. Jetzt noch einmal. So, das heißt, 3 gehen. Muss ja was. Na gut, die haben also ich würde das nicht so gut aushalten. Ja, deswegen. Deswegen wollte ich auch die Frost Armor. Du wirst gleich sterben, René, weil irgendjemand dich trotzdem angreift und dann kannst du über mich meckern. Ja, ich werde über dich meckern. Ja. Ich glaube, die Runde ist fertig. Ich fürchte auch, ja. Okay. Noch 4 Leben. Ah. Ich höre euch leider nicht wirklich gut. Ja, wir hatten jetzt einen kurzen Disconnect. Der René ist immer noch ein bisschen, hat einen riesen Lag. Jetzt müsste wieder gehen. Mhm. Ich habe euch auch nicht gehört, also so gesehen. Ja, nein, der Ping ist plötzlich unheimlich hoch. Ja, ich habe deinen Ping ziemlich hoch gesehen, stimmt. Ja. Ich weiß nicht, ob das an mir liegt oder an euch. Aber ich sage mal, es liegt an euch. Ja, nein, vielleicht lag es an. Wer behakt denn jetzt alles, die Kanonen? Also ich schieß mal drauf. Ich auch. Ja. Ich bin auch relativ früh dran und ich gehe ein bisschen in den Raum. Nein, hoffentlich. Me too. Ja, ich würde gerne also nicht aufs Wasser gehen. Das heißt, das freie Feld vom Wasser würde ich gerne belegen. Ich gehe aufs Wasser drauf jetzt. Ja, diese beiden Felder sind grundsätzlich möglich zum Begehen, oder? Ja. Gut, dann gehe ich wahrscheinlich hierher. Ja. Schön wär's. Das Problem ist, ich habe beide meine Move-4-Karten hergegeben vorhin, wenn irgendjemand bald auf diese die Pressure Plate steigen könnte. Weißt du, er müsste ja draufbleiben, oder? Naja, wir müssen gleichzeitig mit Michi dann draufstehen.
nächste Runde meine ich, weil jetzt macht der Michi, glaube ich, eine Long Rest, stimmt das? Mhm. Und nächste Runde wäre es gut, wenn wir auf beiden Pressure Plates draufstehen würden, auf, in beiden Räumen. Ja, es sollte sich wohl ausgehen, dass einer von uns das schafft. Ich schaff's nicht. Also ich werde wahrscheinlich die meine Minor Stamina Potion einsetzen nächste Runde und ich kann es dann auf jeden Fall schaffen. Okay. Haben. Mhm. Der Michi macht seine Rast, dann decken wir auf. Ich habe 17. Die Artillerien sind mit 71 dran. Tja, wer weiß, was dann schießen wird. Sie kriegen benachbarten Feinden noch extra 2 Schaden zu. Oh Gott. Die wird's nicht überleben. Macht keine Sorgen. Die wird nicht überleben, ja. Aber die anderen beiden. Ich werde an der Elite jetzt dran stehen. Aber wenn sie es nicht überlebt, dann ist es nicht. Elite überlebt sicher nicht. René, du hast volle Leben, gell? Ja. Okay. Ich nutze die untere Hälfte von Restorative Mist für eine Standard-Zweier-Bewegung, also nicht für die Heilung, sondern nur für die Bewegung. Und gehe hierher. Wer von euch macht AOE-Angriffe? Ich nicht. Niemand. Das heißt, ich werde mit meinem Dreier-Angriff jetzt die Elite angreifen. Ah, mir wäre es lieber, wenn du sie mir überlässt. Naja, wobei ich mache. Ich greife die Elite und die hinter der Elite an mit den Eagle Eye Goggles. Das ist die Angreifer. Entweder greifst du die Zweier an. Nein, dann greife ich auch die. Oder die Dreier. Weil dann können wir hoffen, beide zu killen. Ja. Andi, hast du irgendwie. Naja, ich gehe aufs Wasser an die Elite dran. Nummer 2 an, mit einem Dreier Fernkampfangriff über Reichweite 3. Und ich ziehe. Ah, übrigens, vor mir ist noch mein Decoy dran, diese Runde. Yay. Der Decoy soll nachher die Tür aufmachen, wenn wir auch bei dem Pressure-Blitz. Wie weit kann sich ein bewegen überhaupt? Ein Feld oder? Felder. Ja, das Problem ist ja wirklich. Es ist eine plus 2, also 3 plus 2, 5 Schaden für die Nummer 2, die geht runter auf 2. Nicht schlecht. Das ist gut. Na dann überlebt sie es nicht. Wahrscheinlich eher nicht, nein. Zug ist abgeschlossen. Das heißt. Gut, dann bin ich dran. Mit der unteren Hälfte von Code Fire gehe ich 2 Felder hierher. Und den Forked Beam setze ich ein, um die Ancient Artillery 2 und die 1er anzugreifen. Ich setze die Eagle Eye Goggles ein. Halt, warte, nicht so schnell. Elite lässt die übrig, oder? Nein. Sinnvoller, was ich jetzt machen. Erreichst du die hinteren nicht? Oder nein. Wie? Da müsste ich dort stehen, wo der Hartmann steht. Ah, verstehe. Ja, das können wir, glaube ich, nicht mehr rückgängig machen. Da haben wir uns nicht gut abgesprochen. Aber der Rentner ist auch das einzig sinnvolle. Du, es kann ein Patzer auch passieren. Ja, naja, mit den Eagle Eye Goggles eher nicht. Ja. Dann greife ich zunächst einmal die Elite an. Die hat noch 4 Leben. Das heißt, ich bräuchte ein plus 2 oder ein mal 2, um sie zu killen. Vielleicht ist irgendwas da. Ziemlich wahrscheinlich. Okay, sogar. Mach Feuerenergie bitte. Ich meine, 2 Feuer. Mir ist rausgefallen. Ich bin auch raus. Okay, das ist interessant. Hartmann, du bist noch da? Ich höre dich und wir beide dürfen noch im Spiel sein. Ja, könnt ihr weitermachen. Okay, ja. Na gut, das heißt, die ist tot und ja, Feuer haben wir auch. Also das Feuer haben wir gemacht und die Mitte ist tot. Und eine Sekunde. Du kannst dann schon mal die hintere angreifen. Gut, und die hintere, die bringe ich schon mit einem Nuller um. Oh, Mist. 1 und minus 1. 2x plus 2. Und noch einmal Feuer. Das war jetzt Overkill. Ja.
Ich finde das Spiel von denen immer hart, Maga. Ich auch nicht, ich starte neu. René, nimm deine Erfahrung. Das ist seltsam, weil ich hätte sonst geschätzt, dass er an meiner Verbindung liegt. Aber mit dem René gibt es keine Troubles. René, sein Pin ist gerade raufgegangen. Da ist noch immer dort, wo er sein sollte. Ich glaube, du bist fertig, René. Ja, ich werde aber die Stamina Potion einsetzen noch. Und mir zwei Karten zurückholen, damit ich nächste Runde erstens auf das auf die Platte neu starten, macht keinen Sinn. Gehen kann. Spät, ich hab's schon gemacht. So, ich nehme an, ihr habt beide. Kann es vielleicht sein, dass ihr beide Cello habt? Ja. Ja. Was? Ne. Aber ich hab auch Cello. UPC habe ich. Ja, das ist. Ist das das gleiche? So. Ja, nein. Es war mal Cello, ja. Okay. Nee, ich starte mal das Spiel neu. Ja. Warte, bevor du startest. Ich will mir nämlich die zwei Karten suchen, die ich aufnehmen. Okay. Ich sag's soweit bist. Die nehme ich mal nicht. Nehme ich mal nicht. Ah, ich nehme die Bewegungskarten rauf. Ja, ich bin's. Okay. So, also ich speichere nochmal ab. Das heißt, ich soll auch rausgehen. Du brauchst nicht rausgehen, du wirst gleich rausgeworfen. Okay. Dann höre ich jetzt für das mal aufzunehmen. Ha. Gut getimt, gell? Ja.